Ich beantworte eine Frage von Sophia. Wie gehe ich damit um, dass ich mich ausgeschlossen fühle? Also sie schreibt davon, dass sie in Gruppen ist und sich da oft ausgeschlossen fühlt. Da komme ich auf den Punkt dessen, inwieweit du dich selbst akzeptierst. Also akzeptieren sehe ich jetzt mal als das Gegenteil von ausschließen oder annehmen, ne? Inwieweit nimmst du dich selbst an und akzeptierst dich so, wie du bist und liebst dich so, wie du bist. Denn so, wie du dich liebst, so kann es dir auch im Außen nur gespiegelt werden. Das Außen ist immer nur ein Spiegel oder in den meisten Fällen immer nur ein Spiegel für einen selbst. Das kann also ein Weg sein, deine Akzeptanz zu dir selbst, so wie du jetzt bist, zu erhöhen. Nimm dich also in den Arm, sei gut zu dir und versuche dich im Kopf nicht so sehr runterzumachen. Also da gibt es im Kopf ja auch immer so eine Stimme, die plappert und plappert und plappert und sagt, ich kann das nicht, ich bin zu doof und so weiter. Das müssen wir uns nicht antun. Also man kann sich dieser Stimme freien Lauf lassen und sich davon berieseln lassen, aber man muss es nicht. Das ist dann so eine Art Bewusstwerdung, indem du vielleicht diesen Kommentator mal aufschreibst und mal dieses Runterziehen damit unterbinden kannst. Das ist also ein erster Schritt, diese Selbstliebe, die du mal betrachten kannst. Also, wie gut bist du zu dir selbst? Wie gut kannst du dich selbst annehmen? Ein anderer Punkt ist, was es in dir über die Situation denkt. Also, du bist in der Gruppe und da sind andere Menschen und du kannst dabei denken, die mögen mich nicht, die interessiert es nicht, was ich zu sagen habe, die werden mich ausschließen und die haben mich bereits im Geiste ausgeschlossen. Wenn du das denkst, beeinflusst das dein Handeln und dein Handeln wird wieder durch die Außenwelt gespiegelt. Das heißt, die anderen haben gar keine Möglichkeit, als so zu tun, als würden sie dich ausschließen. Weil es wiederum auch deine eigene Wahrnehmung ist. Du siehst diese Welt mit dieser Brille und interpretierst alles so, als ob die anderen dich ausschließen würden. Als ob die das mit Absicht machen würden. Dabei sind sie für dich nur ein Spiegel. Das ist also ein zweiter Punkt, den du dabei betrachten kannst. Was denkt es in dir über die Situation? Und ist das wirklich die Realität? Und hier kannst du mit anderen in Kontakt gehen, vielleicht, wenn es dir leichter fällt, unter vier Augen und erfragen, hey, wie ist es, wie steht es eigentlich um mich und dich? Wie sehr akzeptierst du mich, so wie ich bin? Und gib mir mal ein Feedback, wo bin ich dran bei dir, ne? Das kann auch sehr, sehr konstruktiv sein. Ja. Nach meiner Erfahrung ist das nämlich gar nicht die Realität, dass die anderen eigentlich akzeptieren. Sobald man auch begonnen hat, sich selbst zu akzeptieren und mit allem da zu sein, was jetzt da ist, hey, bin jetzt hier mit meinen Gefühlen, mit meinen Wünschen, mit meinen Bedürfnissen, so geht es mir jetzt, das teile ich mit. Das ist meine Meinung dazu, das tue ich kund. Was soll einem da schon groß passieren? Und wenn sie sich verabschieden und einen wirklich ausschließen, dann waren es vielleicht auch nicht die richtigen Freunde. Mal so gesehen. Ne? Ja. So viel von mir zum Thema sich ausgeschlossen fühlen.